Wir bitten Gott, Vater, Mutter, hier und jetzt, in Licht und Liebe anwesend zu sein, uns zu schützen, zu führen und zu begleiten. Wir bitten alle Engel, unser hohes Selbst und unsere Seelenfamilien und alle aufgestiegenen Meister, besonders Jesus, den Christus Ananda, Maria, die Christin, hier und jetzt, in Licht und Liebe, anwesend zu sein, uns zu schützen, zu führen und zu begleiten. Wir bitten um Heilung, soweit Heilung erlaubt ist. Gott, Vater, Mutter, wir bitten dich, dein reines Werkzeug des Lichtes und der Liebe sein zu dürfen. Vater, dein Wille sei auch unser Wille und erfülle sich auf Erden, so sei es, so sei gegrüßt, und so sei gegrüßt. O du Wunderbares, o du strahlendes, leuchtendes, lachendes, in Leichtigkeit hier verankerndes, umfassend ist die Freude, dass wir mit dir hier und jetzt gemeinsam sind. So ist es, dass zu Beginn deines Lebensplanes vereinbart wurde, in der Wesenhaftigkeit zwischen dir und uns, in der alleins umfassenden Weisheit festgelegt, dass wir in dieser Zeit genau an diesen Punkte, da so viele Fäden an Schicksalswegen an diesem Punkt begegnen, gemeinsam der Menschheit auf Erden ein Geschenk bringen. Das Geschenk, das einfließt. Denn, du weißt, alle Menschen sind miteinander verbunden, ist es eine Schicksalsgemeinschaft. Das bedeutet, was dir gegeben wird, was du empfangen kannst gemäß deinem Lebensplane, kommt auch immer allen anderen Menschen zugute. In welcher Weise auch immer, das ist unterschiedlich und einzigartig, so wie jedes Wesen einzigartig ist. Alles ist mit allem in der Formenwelt verbunden. Ein riesiges Lichternetz, schwingend, vibrierend, strahlend, leuchtend, tönend, singend, den Lobgesang der Schöpfung in Freude und Lebendigkeit der Liebe. Deine wunderbare Möglichkeit ist, zu erkennen hier auf der Erde, mit unschuldigen Kindesaugen, strahlend und voller Neugier und Erwartung, wie es möglich ist, dass die Liebe machtvoll sich in Weisheit erlebt. Denn du hast als physisch junges Küken, oh wie wunderbar, keine alten karmischen Auflösungsthemen mehr in deinem Leben zu erkennen und aufzulösen. Du bringst frischen Wind, du bringst den Sturm der Freiheit, du bringst die Schnelligkeit der Erlebbarkeit, du bringst die Simultanität der Möglichkeit der multidimensionalen Erlebbarkeit als Mensch hier auf Erden. So ist deine Inkarnation auch wie ein Schlüssel.
Natürlich hat jeder Mensch Bedeutlichkeit. Und ohne jedes Einzelne wäre das Ganze nicht. Darum ist es auch angemessen, jedes Einzelne zu achten. Doch den manchmal etwas holprigen, steinigen, mühsamen Weg, andere lernen als gleichwertig wertzuschätzen und zu achten, das ist so gar nicht dein Thema. Denn das ist für dich bereits ein natürliches Selbstverständnis, seit du hergekommen bist. Was in Schwingungsworten gesagt werden kann, ist die Schwingung in deinem menschlichen Körperkleid, die eines genannt Deva-Engels. Das bedeutet, dass du in besonderer Weise verbunden bist mit der magischen Welt der Liebe in Form dessen, was genannt wird, die feine Welt, die kleine Welt, die Wesen, die auf der fünften Dimension geblieben sind, als die Erde mit den Menschen abgestiegen ist in die Dichte der dritten Dimension. Ein Raunen und ein Rauschen und ein Flüstern und ein Wispern geht durch den Raum der Liebe, in dem wir jetzt gemeinsam sind. Denn die Völker der Zwerge, der Feen, der Elfen, der Gnome, der Faune, der Drolle, all diese wunderbaren Drachen und Einhörnerwesen, all dieses wunderbare feine Volk, das bis jetzt die Hüterschaft der Natur, der Kinder der Erde anstelle der Menschen übernommen hatte, das ist das, was du den Menschen als Geschenk bringen kannst. Die Kommunikation mit der Welt der Natur und die Menschen zu lehren auf natürliche Weise als Vorbild und im Selbstverständnis eines Deva-Engels. Wie wunderbar es ist, gemeinsam mit Mutter Erde und ihren Kindern zu leben, die Schönheit zu erkennen, jedes Gräslein, jedes Blümchens, jedes Tierleins, jedes Kristalls, denn alles ist pulsiert und voller liebender Lebendigkeit und die Kinder der Mutter Erde schwingen im fünften Dimensionslichte voller Freude im Christusbewusstsein, denn hatten sie nie ein Ego in der Erlebbarkeit wie der Mensch auf der Erde. O du wunderbares Geschwisterlein, o du zartes, flirrendes Deva-Engelchen, diese Zartheit ist Kraft und Macht, auch wenn die Menschen dies noch immer nicht erkennen können, rund um dich. Diese Fürsorglichkeit, diese Behutsamkeit, die Hüterschaft sprechen zu können mit den Tierlein, mit den Pflänzlein, mit den Kristallen, ist dir in die Wiege als Mensch gelegt. Du kannst mit den Elflein tanzen über die morgentaue nasse Wiese. Du kannst tanzen im Winde, du kannst fliegen mit den Blättern, du kannst singen mit den Sternen und raunen mit dem Wind, der die Ästlein biegt, sanft und stürmisch in den Zeiten der Veränderung. Als Deva-Engel bist du den Menschen Mittler zwischen der Natur und der Welt der Menschen. Du trittst ein in der Sorgfalt und in der Hüterschaft und in der Achtung und in der Achtsamkeit für alle Kinder der Mutter Erde. Du beschützt sie und hütest sie und sprichst auch einmal ein Wort den Menschen gegenüber, wenn sie unachtsam und wenn sie ausnutzend und wenn sie nicht im guten Willen der Liebe begegnen den Kindern der Mutter Erde. Die Sanftheit, die du mitgebracht hast, ist die Macht der Liebe. Lass dich hier nicht beirren. Die einzige Schwierigkeit, die du hattest, oh du wunderbares Geschwisterlein, ist, wie kannst du hier in diesem eigenartigen Menschenkleide auch zurechtkommen, in die Welt deiner Heimat, wo deine Wesenhaftigkeit geboren wurde. Das Reich der Deva-Engel ist fließend, ist flirrend gleich einem Libellchen, das sich wiegt und trägt, tragen lässt vom Winde. Das menschliche, dichte Körperkleid ist dir fremd. Und konntest du nicht wissen, wie es möglich ist, und auch nicht, dass es möglich ist, dass in dieser Zeit der Gnade verschmelzt
Herzen die Welt deiner liebenden Magie, deiner Heimat, mit der Welt der Menschen. Und auch wird es so sein, dass auf der goldenen Erde diese Welten nicht mehr unterschiedlich sind, wie sie diese Welten sind durch die Tore der Liebe mit der Thron verschmolzen. Die Stimme der Liebe, das Singen, das Tanzen, die Bewegung, das ist deine Welt. So wie alle Kinder der Natur, der Mutter Erde, auf natürliche Weise leben und sich bewegen im Angesicht der Schönheit. Denn erblicken sie Ares in jedem Augenblick mit den Augen der Liebe, in machtvoller Demut, in der Hingabe, die Schönheit zu erkennen, die Schönheit der Schöpfung. Die Schönheit des Juwels Erde, die Schönheit dieses wunderbaren, lebendigen Wesens Gaia. Gaia ist dir so vertraut. Gaia ist dir wie eine Schwester. Und wenn du Tränen geweint hast, dann für Gaia. Und wenn du dich einsam gefühlt hast, da du dich entrissen, glaubt es deiner Heimat. Und all die Traurigkeit und all das Weh, da du fühlst all die Schmerzen von Gaia und ihren Kindern, da dein Herz offen ist, grenzenlos deine Empfindsamkeit, denn das Reich der Devas ist das Reich der Empfindsamkeit. Und da das Reich der Deva-Engel verschmilzt mit dem Reich der Menschen, steigt dies als eine gemeinsame umfassende Merkaba auf. Natürlich gibt es ein Sternenschiff der Menschengruppe und ein Sternenschiff von Gaia mit ihren Kindern. Doch gemeinsam bilden sie ein noch umfassenderes Sternenschiff, Lichtschiff, denn das kleine findet immer Platz im Größeren. Darum ist es auch nicht so, dass wie es rein theoretisch hätte sein können, dass die Menschen alleine weiterleben in Kälte und in Finsternis und das Reich der Deva-Engel alleine aufsteigt. Nein, es ist ein gemeinsames. Es ist ein gemeinsamer Gnaden- und Erlösungs- und Evolutionsplan, der sich erfüllt. Und du bist in ihnen drinnen und du erlebst dies auch. Doch brauchte es, oh du wunderbares Geschwisterlein, dass du ganz normales, klitzekleines, dichtes Menschenkleid anlegst, das manchmal ein wenig schwer und grob und langsam und unpraktisch erscheint. Ja, denn im Reich der Deva-Engel und im Reich der Magie der Natur ist die Nahrung angelegt, und so ist es auch in diesem Reich, ist Prana, ist Licht. Kein Wesen ernährt sich in Tötung eines anderen. Das, was die Tiere derzeit auf der Erde in gegenseitiger Tötung und Fressen machen, das haben sie nur in der Dichte der dritten Dimension aus Liebe zu den Menschen sich angeeignet, damit im Fortschritt der Revolution die Menschen erkennen können, intuitiv aus dem Herzen heraus, nein, das kann's nicht sein. Die Grausamkeiten, die derzeit noch stattfinden in diesen großen Zuchtkolonien, wo die Tiere aneinander gepresst furchtbar leiden, ist so entwürdigend. Das Grausame ist furchtbar und es tut so weh. Doch ist in Weisheit angelegt, dass all diese Tierlein, die dies erleiden, zwar physisches Körperkleid haben, aber die feinstoffliche Schwingung ist bei Mutter Erde verblieben. Das heißt, es ist für sie zwar physisch wehtun, das empfindet der physische Körper. Ja, das ist so.
Und das ist auch die Botschaft an die Menschen, damit die Menschen sehen können, das ist nicht in Ordnung. Das ist wieder die Liebe. Doch, all diese Tierlein, oh du wunderbares Pflänzchen und Kristalle, die brutal herausgehauen werden aus dem Stein der Erde, sie haben keine seelischen Schmerzen. Denn das, was genannt wird Seele, das, was genannt wird Geist, das, was wirklich leidet, das Innere, ist in der einheitlichen Schwingung von Gaia verblieben. Das heißt, all diese Naturwesen leiden seelisch nicht so wie der Mensch, der im Erkennen und im Erwachen des Mitgefühls dies zwar nicht physisch spüren kann, aber seelisch spürt. Und der seelische Schmerz ist ungleich stärker als der physische. Denn der physische hat Anfang und Ende. Und der physische Schmerz, wenn kein seelischer Schmerz ist, bleibt auch auf der physischen Ebene. Doch der seelische Schmerz ist wie ein Schwert im Herzen. Und in Worten ist dieses Weh nicht beschreibbar. So hast du im Reich der Deva-Engel zwar mitgesehen den physischen Schmerz, und das war aus Liebe zu den Kindern der Mutter Erde auch der Anlass, Menschenkleid anzulegen. Doch du hast nicht empfunden mit emotionalen Körper diesen Schmerz. Natürlich haben die Wesen, die Tiere, die Pflänzchen haben sie emotionalen Körper. Natürlich. Doch, sie sind so gehütet und beschützt und geborgen von Gaia, dass Gaia den emotionalen Schmerz nicht ihre Kinder tragen ließ, sondern die emotionalen Körper der Tiere, Pflanzen, Kristalle blieb immer rein, hat immer nur die Liebe getragen. Der emotionale Körper all dieser Wesen hat sofort, wenn vom physischen Körper empfangen, in leidvollem Erleben, den Schmerz emotionaler Natur weitergegeben an Gaia. Gaia ist so ein großes Wesen, dass sie all diesen emotionalen Schmerz, als auch genannt Seelenschmerz, für alle ihre Kinder sofort übernommen hat. Denn die Pflanzen, die Tierlein und die Kristalle hätten diesen emotionalen Schmerz auch nicht transformieren können, so wie der Mensch dazu imstande ist. Gaia jedoch konnte diesen Schmerz mit Hilfe ihres Geschwisterleins Sirius transformieren. Denn Sirius ist das Gegenüberstück, das auch genannt wird Dual von Gaia. Dual bedeutet nicht, dass das ein anderes ist, das es braucht, damit eines ganz wird. Dual ist das männliche Gegenstück zum Weiblichen. In der Welt der Zone der Überschneidung, wenn dies als auseinanderdriftende Erlebbarkeit dienlich ist. Und Sirius hat Gaia immer geholfen, wie der Bruder der Schwester. Als Geschenk hat Sirius von Gaia erhalten die Möglichkeit und die Erlebbarkeit von Empfindsamkeit. So wie Gaia von Sirius erhalten hat, die Möglichkeit der Erlebbarkeit der Mentalität. Dies war jedoch in zwei unterschiedlichen Welten. In der Welt des männlichen Schöpfungstages und in der Welt des weiblichen Schöpfungstages. Und nur hier in der Zone der Überschneidung auf Erden bei Gaia war Austausch möglich. Nun geschieht das beide nicht physisch, aber innerlich verschmelzen, innerlich androgyn werden. Das ist auch der Aufstieg von Gaia. Du kennst Sirius auch, denn Schwingungseinheiten von dir haben Sirius bereist. Du hast diese Erinnerung hier, damit du auch zulassen kannst, die Verbindung wie eine Schiene, wie ein Gleis, wie ein Weg. Denn wenn Gaia aufsteigt, steigt Gaia auf zu Sirius in diese Welt, wieder zurück in ihre Heimat. Und dann ist es, dass deine Heimatwelt
die Welt der Feen, der Gnome, der Trolle, der Elfen, der Einhörner, der Drachen, all diese wunderbaren Wesen und noch viel mehr ein gemeinsamer Erlebensraum mit den Menschen auf der Erde sein kann. Dimensionalen Realität dürfen wir kundtun, dass du natürlich aus deiner Heimat in Erlebbarkeit nur einen feinstofflichen physischen und einen emotionalen Körper. Weiter? Ja, es ist vorher noch nicht passiert. Dies ist, wie du jetzt in der Gemeinsamkeit mit uns siehst, eine Demonstration, dass du noch als Mensch mit den anderen gemeinsam lebst in der Realität der Dichte der dritten Dimension. Und hier gibt es Störfelder. Denn alles, was an Schwingungen mentaler und emotionaler Natur doch beherrscht, immer von dem Mentalen widerspricht, der Wahrheit, der Einheit des Seins, kommt an die Oberfläche. Das heißt, es gibt um die Erde sehr intensive, dicht schwingende, mentale Felder, die als Störfelder die Konstrukte des Mentalen auch natürlich stören können, doch nur auf dieser Ebene. Als Beispiel ist unsere derzeitige physische Kommunikation von physischem Körperkleid Brigitte zu physischem Körperkleid Caroline und Metatron spricht als die alleine Liebe mit sich selbst. Dies geschieht auf der dritten Ebene, auf der mentalen Ebene als Träger. Die Schwingungen, die in diesen Trägern und auf diesen Trägern sind, sind natürlich viel, viel höher, denn auch emotional und denn auch noch viel umfassender. Doch die Trägerwelle ist das Wort und das Wort ist derzeit auf dritter Ebene nur mental kommunizierbar derzeit. Und hier nur auf dieser mentalen Ebene können diesen alten Störfelder wirken. Sie können jedoch keinen Einfluss nehmen auf das Emotionale und sie können keinen Einfluss nehmen auf das Ganzheitliche. Die Liebe heißt auf die Seelenebene. Das ist im Mentalen natürlich nicht möglich. Doch ist das für dich wichtig als Demonstration der Erlebbarkeit, dass es hier Störfelder gibt und dass die Begegnungen nicht so wie auf der goldenen Erde und in deiner Heimat noch nachhaltig auf Christusebene ganzheitlich stattfinden können, da der Mensch physisch, mental und emotional drei Bereiche, drei Felder hat in seinem System und im mentalen Feld, im mentalen Bereich treten Störungen auf. Und hier wird das Chaos auf der Erde auch immer größer. Sei dir bewusst, das ist nur im mentalen Bereich, das ist nur in der mentalen Dimension und Ebene möglich und hat keinerlei Wirkkraft auf die anderen Ebenen. Das heißt, alles, was auf der Erde von Menschen erbaut und errichtet wurde, rein mental existiert auch nur im mentalen Feld. Alles, was betrifft diese alten Verbindungen, sei dies Fernsehen, sei dies Radio, sei dies die Satelliten, sei dies die Kommunikationsart, wie sie jetzt stattfindet, das Internet, sei dies die Elektrizität, ist aufgebaut nur aus mentalen Schwingungen, kurzfristig nur lebbar. Denn die Kraft, dass dies aufrechterhalten bleibt, kann nur aus dem emotionalen Feld
abgezogen werden, denn das Mentale ist der Pfeil. Die Kraft, den Pfeil in Bewegung zu setzen, ist jedoch das Emotionale. Da das Mentale keine Kraft haben kann, holt es sich die Kraft aus dem emotionalen Pferd, fällt, saugt, abzieht ab, kannst du dir vorstellen, wie ein Staubsauger. Und noch holt sich das alte mentale Feld die Kraft der Emotionen aus der Angst der Menschen. Denn das Einzige, was dem alten mentalen Gedankenkonstrukt zur Verfügung steht, um rein kalte mentale Konstrukte aufrecht zu erhalten, wie all die alten Maschinen, die alte Elektrizität, die alten Fortbewegungsmittel, all die alten Konstrukte könnten aus sich heraus nur mental nicht nachhaltig existieren, da sie keine Kraft haben. Und sie holen diese Kraft aus dem emotionalen Feld der Menschen als Schwingung der Angst. Denn Angst ist emotionaler Natur und Angst ist wie die Kohle, die die Lokomotive antreibt. Die alte Lokomotive ist der mentale Gedanke der Trennung mit allen anderen Gedankenformen, die aus dem Gedanken der Trennung des Seins hervorgegangen sind. Und die Kohle, die diese Lokomotive antreibt, ist die Kraftschwingung emotionaler Natur der Angst der Menschen. Darum will das Mentale auch die Angst der Menschen schüren. Natürlich. Denn es kann nur, wenn Menschen die Schwingung, die sie in ihrem Feld haben, erleben, dass sie transformiert in Angstschwingung, nur dann können sie sie abziehen. Und das ist die Kraft, die das Mentale immer noch aufrechterhält. Doch genauso, wie alle mentalen Konstrukte physischer Natur zusammenbrechen werden, wird auch das alte Magnetfeld zusammenbrechen, denn auch das ist aufgebaut auf der Idee der Trennung. Denn es ist die alte Polarität, was meint den Abstoß der Polare? Plus und Minus, männlich und weiblich, stoßen sich ab. Und diese Abstoßung erzeugt Angst. Und das ist die alte Antriebskraft. Darum und nur darum wird die alte Elektrizität, der alte Erdmagnetismus zusammenbrechen. Es wird Gaia ihren Kindern und den Menschen nichts geschehen natürlich, denn mit physischem Körpergleit geschieht Aufstieg. Doch der neue Magnetismus ist dual. Ist so wie Plus Plus. Durch die die Liebe sich selbst in die Augen gucken kann. Doch stoßen sich diese Pole nicht mehr ab? Nein, sie ziehen einander an. Das alles Odo Wunderbares geschieht auf der Erde. Also wundere dich nicht, wenn diese eigenartigen mentalen Konstrukte, die du so gar nicht verstehen kannst und auch nicht zu verstehen brauchst, wenn alle, wirklich alle mentalen Konstrukte, die sich aus der Energie der Angst ernähren, zusammenbrechen. Wenn alle mentalen Konstrukte, die aufgebaut sind, aus dem alten Magnetismus der Abstoßung, Plus und Minus zusammenbrechen. Der Mensch auf der Erde braucht diese alte Elektrizität, die ja auch die Erde geschunden hat. Natürlich. Brauchen die Menschen nicht mehr, denn sie sind eingebettet in ein Feld von freier Energie. Und diese freie Energie wird durch Portaltore, was auch Hyperraum genannt wird, frei zugänglich sein, an jedem Punkt. Denn jeder Punkt ist ein Tor für freie Energie. Nur das Mentale kann diese nicht nutzen. Und das ist gut. Warum wir dir dies alles sagen, Odo Wunderbares? Da du für deinen mentalen Körper Erklärungen, Informationen brauchst, dass du verstehen kannst in Weisheit, was rund um dich an Chaos mehr und mehr ausbricht. Es geht nicht mehr
um kausale Zusammenhänge mit der Vergangenheit, mit anderen Inkarnationen. Es geht nicht mehr um Ursachenforschung in karmischen Geschichten. Es geht nicht mehr um Erklärungsmodelle der Vergangenheit für die Zukunft. Es geht darum, dass jetzt und jetzt und jetzt und die Ereignisse auf der Erde ganzheitlich zu verstehen. Denn das ist durch die Toröffnung 11.11 in diesem Jahre möglich. Da durch diese Toröffnung bis zum Christusfest der mentale Körper des Menschen fähig ist, simultan, so wie bereits der emotionale Körper, zu durchschauen die Dinge, wie sie wirklich sind und nicht mental. Mentale, egozentrische Konstrukte. Das heißt nicht, oh du Wunderbares, dass du diese Dinge andere lehren wirst. Nein, deine Aufgabe ist, schwerpunktmäßig, Kaya mit ihren Kindern, die Natur. Natürlich hängt es auch zusammen mit den Delfinen, selbstverständlich. Denn diese haben wiederum mit Sirius zu tun. Und mit dem Wasser, selbstverständlich. Denn das Wasser ist als lichtflukturierende, vibrierende Flüssigkeitsart, als lichtwässrige Konsistenz, die Suppe sozusagen deiner Heimat. Darum tut dir auch alles, was mit Wasser zu tun hat, in dieser jetzigen menschlichen Form so. Gut. Und wir laden dich jetzt ein, oh du wunderbares Geschwisterlein, all die Fragen zu stellen, die dich unterstützen, dass du hier mit diesem eigenartigen Körperchen auch gut zurechtkommst. Doppelpunkt und gerne. Doch wir dürfen dir noch sagen, was Sprachen anbelangt, hast du natürlich mitgebracht die Sprache der Liebe, die Sternensprache, die Sprache der Natur. Das ist für dich so selbstverständlich. Diese Sprache ist jedoch erst erlernbar, erinnerbar, wenn auch der mentale Körper stabilisiert ist in der Simultanität. Doppelpunkt, stelle gerne deine Fragen. Ich habe mir das extra aufgeschrieben. Ich habe seit meiner Jugendzeit Essprobleme, ein gestörtes Verhalten zu essen. Und am besten und die wundervollsten Erlebnisse habe ich gemacht, als ich Rohkost gegessen habe und diesen 21-tagigen Lichtnahrungsprozess von Jasmin gemacht habe. Da, ja, solch wunderbare Erlebnisse. Und seitdem trotzdem weiterhin reinstopfen von Essen, bewerten, Angst zu sein, wie ich bin, unreine Haut, immer unbeweglicher werdend. Jedes Mal, wenn ich merke, im Körper zu sein, wieder weg wollen, raus und dann die Erkenntnis, dass das ja auch Liebe als ich bin in Form ist und sich Form mit Form begegnet. Ich suche schon immer was im Essen, Hilfe, Liebe, Sehnsucht, Wärme, Tränen da. Ich fühle mich frei wie eine, Sucht, das Essen, obwohl ich nicht will. Gedanken über Essen 80% meines Lebens füllen und doch erkenne ich durch dich mehr und mehr, wie relativ das alles ist. Doch was ich dann mit all den Körpertherapien, Qigong, Yoga, Martial Arts, es wirkt alles, funktioniert alles, Meridiane im Fluss, connected, im inneren Zentrum sein, Vitalität, doch verberge ich es vor mir, verliere mich in inneren Kampf und schreie mich an, hasse mich und denke auch ganz oft innerlich nur als Bilder, nicht Aktion, mir selbst weh zu tun, mich aufzukratzen, die Haut abzuziehen und zu sterben. Alles vernetzt und vermixt mit so vielen. Und wieder die lustige, bewusste Erkenntnis, dass ich das ja nicht bin, sondern als ich bin, erlebe und geschehen lassen kann. Aber nein, will ich nicht. Ah, ich habe Angst. Nein, ich Arschloch. Nein, 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 nein. Ego, Verstand. Oh, du Wunderbares. Oh, du Strahlendes. Ja, genau das ist, was du als Deva-Engel in diesem eigenartigen, tief schwingenden, groben, trägen, mühseligen Menschenkleid auf der dritten Dimension jetzt erlebst. Das sind die Auswirkungen deiner Wesenhaftigkeit geschlüpft in dieses menschliche Körperkleid. Denn durch dieses physische menschliche Körperkleid bist du auf dieser Ebene natürlich verbunden mit allen anderen Menschen, die auf der dritten Ebene leben, die in ihrem System,
jedoch ganz andere Schwingungen haben, aufgrund der vielen, vielen Leben, die als Mensch auf der Erde bereits gelebt wurden. Es ist dir so fremd, darum haben wir dir auch all dies als Beitrag für deine Erkenntnis schon gegeben. Es ist wie ein schier endloser Spagat. Es ist wie ein gordischer Knoten, der sich nicht auflösen lässt, so sehr du auch daran herumkratzt. Doch es geschieht. Hallo? Ja, ich möchte. Doch es geschieht, dass sich dieses auflöst, indem der gordische Knoten, den natürlich keine Menschenfingerlein lösen können, durch das Schwert der Liebe, das zugleich eine Rose ist, zerschlagen wird. Nun, auf ganz profaner menschlichen Ebene ist es bedeutlich, dass du sagst ja zu diesem eigenartigen physischen Körperkleid. Es geht nicht darum, dass du bis ins Detail die Entwicklung des Physischen nachvollziehen kannst. Vom Physischen, rein nur vom Physischen. Hallo? Ja. Vom Physischen, aus dem Affenphysischen entwickelt bis zum heutigen Menschen. Das ist nur die physische Ebene. Doch das ist sie auch. In deiner Heimat ist Prana die Nahrung und es ist dir vollkommen fremd, ein System wie das Physische aufrecht erhalten glauben zu müssen, weil du es bei den anderen ja so erlebt hast und aufgesogen hast mit der Muttermilch physischer Natur, dass du von außen Festes, Grobes der Mutter Erde Entraubendes zu dir nehmen musst. Das ist noch das alte System, da der Mensch glaubte, dass er getrennt ist vom alleinen Ich Bin, glaubte er, dem anderen etwas wegnehmen zu müssen, um existieren zu können in einer feindlichen Welt. Und ob dieses dem anderen wegnehmen müssen, um existieren zu können, der Mord an einem anderen Menschen ist, der Raub in Diebesgut, an Juwelen oder Mutter Erde zu entreißen, Tiere, Fleisch zu essen oder auch Möhrchen, das ist dasselbe Prinzip. Das widerspricht der Einheit des Seins. Der Mensch auf der goldenen Erde wird sich von Prana ernähren, so wie du es aus deiner Heimat kennst. Doch noch, oh du Wunderbares, bist du auf dem Weg, Schritt für Schritt zu erleben, wie es möglich ist, in der Mutation des menschlichen Systems umzusteigen auf Prana-Nahrung. Es nutzt dir gar nichts, wenn du dich von hier auf jetzt, wie es natürlich möglich ist und auch sein wird, von Prana ernährst und die Menschen um dich können da nicht mithalten. Es ist, als würdest du gleich den 10. Schritt tun, der ja möglich ist. Und die Menschen stehen am Start, am 1. Schritt. Sie sehen dich ganz weit weg schon im Ziel. Sie sehen, oh, Caroline ist schon im Ziel angelangt. Der 10. Schritt ist getan. Na wunderbar für sie und wir. Wir stehen an der Startlinie. Wir haben noch 9 Schritte für uns. Wir haben keine Ahnung, wie das gehen soll. Caroline, was hast du gemacht, rufen sie. Und du stehst im Ziel, ernährst dich vom Prana, guckst zu den Menschen im Staat, guckst sie an mit großen Kinderaugen als Deva-Engel und kannst nur sagen, keine Ahnung. Keine Ahnung, das ist für mich natürlich, das ist für mich normal. Ist es das für euch nicht? Nein, ist es das nicht? Eigenartig, kann ich gar nicht verstehen. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Das ist aber komisch, das ist ja nicht normal, was ihr da macht. Hüpft doch einfach her in das Ziel. Na, die können das aber nicht.
Denn die Lebenswege der Menschen sind Schritt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und dann der 10. Das ist Liebe in Aktion. Und das ist auch zu erleben, die Mutation im Aufstieg. Na und darum, oh du Wunderbares, stehst du mit ihnen. Na, nicht in Start. Natürlich stapfst du schon weiter voraus wie andere Lichtarbeiter der zweiten Welle. Aber du bist auch noch nicht über der Ziellinie. Denn dann kommen die anderen ja wieder nicht mit. Du bist als Lichtarbeiter der zweiten Welle mit einigen Millionen anderer, denen es ganz ähnlich geht wie dir, im Schritt 9. Ja, du hast deinen Fuß im Schritt 9. Und die Menschen, diese über 6 Milliarden Menschen hinter euch, stehen in den Fußstapfen 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Na, und die meisten stehen noch im Start, winden sich wie die Würmlein. Ja, Mann, ich kann ja nicht, ich kann ja nicht. Sie halten sich die Augen zu und schreien. Ich sehe keinen Weg. Und die Menschenkette, von denen die schreien im Start mit den geschlossenen Augen, die Hände vor den Augen, ich sehe keinen Weg, es bildet sich eine Menschenkette, die ist bis zum 9. Schritt. Die Menschenkette braucht es auch, denn die Menschen halten sich an den Händen. Und wenn der 10. Schritt getan ist von einigen Millionen Lichtarbeitern, dann geschieht Echtbewegung. Und dann erst kann Echtbewegung geschehen. Denn dann bist du für die Millionen auch jenseits des Tores 11.11 auf der 5. Dimension und hast nur mehr ein Zehenspitzlein auf der 3. Das braucht es. Das braucht es zur Verbindung mit der Schlange der vielen Menschen. Und jenseits dieses Tores, jenseits des Zieles, stehen die Engel, die mit diesem Tor jetzt hereingekommen sind, als die Throne, die Mächte, die Fürsten, die Kräfte. Und all die Kraft, die es braucht, wird in dich und die anderen Mitarbeiter der zweiten Welle zur Verfügung gestellt und auch angenommen. Und diese Kraft zieht diese ganze Menschenwurst ins Ziel. Und dann geschieht, dass wirklich Bewegung hineinkommt. Und dann ist es auch wie ein Gummiband, das ins Ziel schneidet. Darum, oh du Wunderbares, natürlich ist Fleisch kein Thema. Na, gar keine Frage. Doch noch brauchst du da, du, an diesem fünften Punkt gehüpft bist auf den 9. Punkt, zwar mehrheitlich schon jenseits des Tores, aber mit einem ganzen Fuß noch stehst und mit dem 2. ein wenig wackelst, diesseits auf der 3. braucht dein physisches Gefährt zur Verbindung mit der 3. Ebene und dazu ist einfach dann möglich Ja zu sagen im Verständnis. Brauchst du noch Nahrung physischer Natur? Bedank dich bei Mutter Erde. Erfreue dich daran, dass Mutter Erde dir und dem Ganzen auch hilft, denn es ist ein gemeinsamer Weg, dass du diese Nahrung noch zu dir nehmen kannst, da du sie brauchst, dass du diese Schlange auch weiter an der Hand halten kannst. Mutter Erde stellt es dir gerne zur Verfügung. Die Möhrchen und die Erbslein und die Böhnchen, all dieses Futterchen stellt sie dir gerne zur Verfügung, dass ihr weißt, dass du es noch brauchst. Und damit, oh du Wunderbares, ist es auf ganz natürliche Weise möglich, dass du Ja sagen kannst zu diesem physischen Körperchen. Na, denn ohne dieses physische Körperchen könntest du jetzt nicht mit deinen physischen dreidimensionalen Beinchen noch auf der 3. stehen und mit dem Köpfchen, mit dem Herzchen, mit dem restlichen Körperchen schon auf der 5. Es ist eine wackelige Angelegenheit, natürlich. Doch, umfallen
geht ja gar nicht. Stehen so viele Engel, den Lichtarbeitern der zweiten Welle, die dieses, so wie du auch bewusst schon annehmen können, zur Seite. Darum, erlaube deinem physischen Körperchen sehr vieles, was mit Wasser zu tun hat. Das tut ihm einfach gut, da dies erinnert dich in deinem Sein, in der Wesenhaftigkeit als Deva-Engel und auch als Mensch in dieser Verbindung der Inkarnation an deine Heimat. Das Wasser tut einfach gut und alles, was an Nahrung du brauchst, an pflanzlicher Nahrung, an noch einfach Energiezufuhr, da du mit den Füßchen noch da drinnen stehst, kannst du in Dankbarkeit und in Freude von Gaia annehmen, denn Gaia weiß, dass sie dir und allen Menschen, die in dieser Schlange stehen, hilft. Du hilfst wieder den Menschen in der Schlange, die Menschen in der Schlange fangen dann irgendwann an zu laufen und zu drücken, dann brauchst du mit den anderen Lichtarbeitern der zweiten Welle, mit den Engelkräften nicht mehr so kräftig zu ziehen. Na und dann geschieht am Punkte des Aufstieges, dass das gesamte System aufsteigt. Es ist das Spiel des Lebens. Es ist ein Spiel. Wahrlich, das hast du auch mitgebracht, das Spielerische. Da lass dich nicht beirren, es ist ein Spiel. Ja, es tut manchmal weh, ja, es ist manchmal anstrengend, ja. Aber im sowohl als auch, es ist ein Spiel. Natürlich ist es nicht immer witzig, dass über 6 Milliarden da noch hinten hängen und die meisten im Staat stehen, die Hände vor den Augen haben und permanent schreien, es ist finster, ich sehe nichts, ich kann mich nicht bewegen, Hilfe! Und keiner kommt und hilft, denn jeder hat Füße, die gelangen bis zur Erde. Doch das gehört einfach dazu. Punkt. Stelle gerne weitere Fragen, so da etwas da ist. Ja, danke, dass du da bist, Metatron, ich liebe dich. Ich habe momentan keinen Job, der mir Geld einbringt und muss nun suchen. Und mir fehlt die Motivation, schweres Herz, traurig, freue mich so deine Schändings zu übersetzen. Nimmt gerade gerne alles ein, bringt Erkenntnisse, Freude und Liebe. Doch lebe ich momentan bei einem Kumpel, ohne Geld zu haben, und mir fällt es so schwer, einen Schritt Richtung Job zu machen, weil ich nicht genau weiß, was ich will. Ich habe das Gefühl, ich muss es tun, aber eigentlich würde ich lieber selber etwas Eigenes kreieren, teilen mit der Welt mein Sein, meine Gefühle, meine Ideen. Das ist noch zu früh, oder Wunderbares, das hast du nicht gebracht, das ist erst auf der 5. Ebene möglich. Also bieten wir dich und laden dich ein. Das, was dich wirklich, so wirklich nachhaltig und ununterbrochen in Kreativität, Intuition, Lebendigkeit, in all diesen Dingen so wirklich vor allem gemeinsam mit den anderen freuen kann, ist jetzt einfach nicht möglich. Denn die meisten anderen stehen ja noch in dieser Schlange im Start. Na, wie willst du denn mit diesen all dieses teilen? Na, das geht noch nicht. Es ist einfach noch nicht möglich. Also, ist es grundsätzlich erst möglich, wenn gemeinsam dies erlebbar ist. Und für gemeinsames Erleben braucht es ganz einfach andere Menschen auch. Na, sind diese noch nicht in diesem Bewusstsein verankert, geht es nicht. Das kannst du einfach nur akzeptieren. Es ist derzeit noch so. Wenn allerdings der Aufstieg gemeinsam im Kippen des Bewusstseins und damit Eintritt bewusst in die neue Realität auf der goldenen Erde geschehen ist, dann, und erst dann, kannst du so richtig, nämlich nachhaltig, wirklich loslegen. Denn dann ist unter anderem Geld ja auch nicht mehr Thema. Derzeit wisse, das, was du als Vision in deinem Herzen trägst, in dieser Art, mit jedem Menschen, dem du begegnest, gemeinsam, geht nicht. Geht noch nicht. Ist so?
Das war einmal ein Punkt fürs Erste gesetzt. Das heißt, es ist derzeit vollkommen gleichgültig, was du tust, welchen Job und wo und wann und wie. Und es ist auch vollkommen gleichgültig, woher die Euros kommen, dass du das bisschen Nahrung und Dache und Gewande, das du derzeit brauchst, dass es dir wohl ergehe, in diesem noch Umwälzungsgeschehen, woher das kommt. Das heißt, du kannst ohne weiteres auch zum Amte gehen und vom Amte von der Gemeinschaft bekommen. Na, du tust ja, wenn dies auch innerliche Arbeit ist, ist es genauso Arbeit, auch wenn es keiner sieht, du tust ja auch was für die Gemeinschaft. Das heißt, es ist vollkommen angemessen, wenn du nicht ganz derzeit im Schweiße deines Angesichts von der Hände deiner Arbeit leben kannst mit Euros. Geh aufs Amte und erlaube dir, an Euro zu holen, was du bekommen kannst. Geh aufs Amte und erlaube dir, Job anzunehmen, den dir das Amt eben kann, denn die Menschen dort sind total chaotisch und hilflos und rudern und rudern und rudern auf mentaler Ebene herum und da finden sie ja ohnehin keine Lösung. Das bricht ja zusammen. Und derzeit kannst du jobmäßigen Beitrag mit dem Strahlen, das du mitgebracht hast, ohnehin überall zulassen. Denn es geht um Strahlen derzeit und nicht um das, was du aktiv tun können willst auf der goldenen Erde. Derzeit kannst du nur überall strahlen und das, was zu tun ist, einfach tun. Das Tun wird glückserfüllend, so wie du es mitgebracht hast, es auf der goldenen Erde möglich sein, mit jedem Menschen gemeinsam. Natürlich lasse offen die Möglichkeit, dass was du tust und deponiere dies auch am Amte, dass du gerne in Richtung alles tun willst und gerne bereit bist auch etwas zu tun und zu arbeiten, alles, was mit Sozialem zu tun hat und was mit Tieren zu tun hat und mit Pflanzen, das deponiere. Punkt. Ich würde so gern die Massageschule in Westport, Connecticut besuchen und dort auch mit meinem Freund und meinem Schatzi zusammenleben. Nur ist es da auch wieder die Sache, dass all diese Sachen so viel Geld kosten und ich irgendwie nicht daran glaube oder mich nicht wert genug fühle und denke, ich darf mir gar kein Geld wünschen. Ich darf nicht mir wünschen, dass ich zu der Schule gehen kann, obwohl ich da gerne hingehe. Oh, du wunderbares, du brauchst dir auch das Geld gar nicht mehr zu wünschen, denn das Geld ist für dich als Lernthema ein Auslaufmodell. Du guckst nur hin zu den Menschen um dich und wunderst dich, wie wichtig sie das Geld finden, da dir das Geld als Geld sowas vom Piep egal ist. Und du kannst es auch nicht aufbringen, dass du dieses Geld wirklich ernst nimmst. Das geht nicht. Wenn du siehst, die Menschen um dich um das Geld tanzen, wie um das goldene Kalb, du guckst ihnen zu und da war schon immer wieder die Idee, naja, eigentlich könnte ich ja ein bisschen mittanzen, ein bisschen mitsteppen. Kann ja nichts sein. Dann habe ich wenigstens auch was davon. Und schließlich machen es ja alle. Dann mache ich wohl etwas falsch, wenn ich nicht um dieses Kalb herumtänzle. Mache ich etwas falsch? Was gezweifelt an dir? Nein, bestätigen wir dir gerne, du machst gar nichts falsch. Die herumtänzeln, herumhopsen, ohnehin schon lechzend und pfeifend aus dem letzten Loch um das goldene Kalb, na denen geht bald die Kraft, die Energie, die Puste aus und sie brechen zusammen. Das sind nämlich genau die, die im Staat stehen, sich die Augen zuhalten und schreien, es ist finster und ich kann mich nicht bewegen. Das sind die. Nur weil viele sagen, ja, das goldene Kalb und das muss ich tanzen und ich kann nur existieren, weil ich Geld habe, heißt das noch lange nicht, dass das die Wahrheit ist. Und das weißt du. Nur warst du natürlich verunsichert, da es so viele sagen, na wer spielt jetzt?
sind die Welt, hier auf der Erde. Oder spinne ich? Naja, wenn so viele sagen, werde wohl ich spinnen. Dann ist wohl der Fehler bei mir. Und der Grundirrtum ist die Fehlersuche. Es gibt keine Schuld. Es sind weniger die, die um das goldene Kalb herumlechzen, noch du bist schuld. Es gibt keine Schuld. Na, die Bis wissen es ja nicht besser. Sie haben es ja nicht anders gelernt. Und sie sehen auch keinen Ausweg. Sie haben von Babybeinen aus nur gelernt zu tanzen um das goldene Kalb. Sie kennen nichts anderes und sie glauben, das muss so sein. Und sie glauben, wenn sie stehen bleiben, sterben sie. Und dann gibt es sie nicht mehr. Ja, das glauben sie wirklich. Wirklich. Sie glauben nur, wenn sie da herumtanzen, existieren sie, leben sie, gibt es sie. Natürlich haben sie immer mehr Panik. Dass sie merken, es geht ihnen die Kraft aus und irgendwann müssen sie stehen bleiben. Und die Panik wird immer größer, dass sie Angst haben, wenn ich stehen bleibe, habe ich keine Existenzberechtigung, dann gibt es mich nicht mehr, dann existiere ich nicht mehr. Panik, 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 ich muss ja weiter tanzen. Es ist irre. Oder wunderbar, es ist irre. Und doch ist es auch faszinierend, mitzuerleben, so richtig live dabei, dass das überhaupt möglich ist. Dass das überhaupt möglich ist, ist ja faszinierend. Ist ja sowas von abstrus. Doch es funktioniert. Ja, es funktioniert. Denn die Kraft, dass sie sich immer noch bewegen und tanzen und das goldene Kalb, die Kraft ist die Angst. Die Angst hält sie immer noch an diesen eigenartigen Bewegungen. Und du sitzt daneben, du guckst ihnen zu, schüttelst mir den Kopf und du weißt ganz genau, denn das hast du mitgebracht und so geht es den anderen Lichtarbeitern der zweiten Welle. Auch in ähnlicher Weise. Das ist ja Wahnsinn. Das ist irre. Ja. Yeah. Und doch ist es ihm sowohl das auch sinnhaft. Denn es waren Erfahrungen in der Erkenntnis, dass nur das Mentale oder nur das Emotionale für sich allein gehalten nicht in Weisheit leben kann. Denn Weisheit meint beides zu leben. Weisheit meint zu denken und zu fühlen in Harmonie. Und nicht eines zu denken, das zweite zu fühlen, das dritte zu sagen und das vierte zu tun. Was ja derzeit passiert bei den meisten. Also, oder Wunderbares. Bleib ruhig da hocken, innerlich, und guck ihnen zu. Und wenn du vom Amte das Angebot bekommst, da ein bisschen mitzuhoppen, um ein paar Krümelchen zu bekommen, genannt Euros, dann hüpfst du halt ein bisschen mit. Tja, nur weißt du ganz genau, auch wenn du stehen bleibst, auch wenn du dich hinhockst, gibt es dich weiterhin. Und das bringst du den Menschen, die dort herumhopsen, in Angst und Panik mit. Denn dann erleben sie physisch, aha, da ist eines, das hopst zwar ein bisschen mit herum, doch nicht in Angst und Panik. Hey, das setzt sich auch einmal hin, das bleibt doch einmal stehen und wir können es weiter sehen. Das löst sich ja gar nicht auf. Denn die glauben wirklich, wenn sie stehen bleiben, lösen sie sich auf. Und dann bist du mitten in dem Gehopse, hüpfst ein bisschen mit. Und dann kommt der Impuls und du bleibst stehen. Und um dich herum hopsen sie weiter. Und dann sehen sie da, in der Mitte, da steht eines. Ja, die steht. Und wir sehen sie doch. Die existiert ja weiter, obwohl sie steht. Ja, gibt's denn sowas? Das funktioniert. Jetzt probiere ich's auch einmal. Jetzt bleibe ich auch einmal stehen. Oh, du Wunderbares. Das ist Leben als Vorbild. Das ist innere Bewegung und Äußeres erlauben sich auch stehen zu bleiben. Und das kannst du. Und dass wir mit allen Engelsschwingungen immer mit dir sind, ist ja selbstverständlich. Sind wir doch immer in jedem Augenblick in diesem Raum anwesend. Dieser Raum der dritten Dimension, wo die Menschen herumhopsen,
im Ziel stehen und sich die Augen zuhalten und schreien, ist es finster, ist es immer Licht. Es ist immer Licht und wir sind immer da. Ja, na, natürlich, wenn Sie herumrennen, wenn Sie die Augen geschlossen halten, wenn Sie sich gegenseitig dann anrempeln und verletzen und sich gegenseitig beschuldigen, naja, dann können Sie uns ja nicht sehen. Doch dich können Sie stehen. Im Stehen bleiben. Und das ist es. Und darum bist du jetzt schon da. Sonst hättest du ja gleich auf der goldenen Erde kommen können, was du dich natürlich auch schon gefragt hast, was soll das, warum bin ich denn jetzt schon fast so ein Blödsinn? Nein, alles hat Sinn in allumfassender, liebender, wachvoller Weisheit. Du bist hier, um zu stehen. Ja, nicht nur, aber oft. Und siehst du, oh du wunderbares Geschwisterlein, dann kannst du auch zulassen das Lachen und die Leichtigkeit mit diesem physischen Körperchen. Denn es ist so lustig zu erleben, dass du dich hinbewegst zum Ampe. Da bewegst du dich. Dann tanzt du mit. Dann sitzt du am Ampe, da sitzt du, da bewegst du dich gar nicht. Du strahlst nur. Du bewegst dich gar nicht, du guckst dich nur um und schaust, was passiert. Und da passiert was. Na, da sind natürlich die Menschen am Amte erstaunt, dass du dich nicht bewegst im Tanz aus Angst und Panik um das goldene Kalt. Du sitzt jetzt da gerade, du guckst dich in aller Seelensruhe um, du tust so gar nichts und bist trotzdem da. Und du strahlst. Und das verändert bei den Menschen, die mit verschlossenen Augen herumhüpfen. Das verändert bei ihnen etwas. Ja. Punkt. Leben, Ausbildung und so weiter, all dieses. Das ist in dieser Form derzeit nicht Thema. Na, sonst wäre es ja so. Du wirst, wenn die goldene Erde ist, immer ein bewegliches sein, immer ein reisendes sein. Natürlich, denn in deiner Natur ist die Schnelligkeit, ist die Bewegung. Selbstverständlich. Es wird sich natürlich nicht nur auf die Erde beschränken, sondern es werden auch Reisen zu vielen anderen Sternenkonstellationen sein. Doch das ist jetzt einfach zu früh und es ist im Gesamten fällt noch nicht möglich und es würde dem Ganzen auch nicht helfen. Denn was nützt es den Menschen, wenn du am Zero sagst, mit den Füßen baumelst und zur Erde hinunterschaust? Es nützt den Menschen, wenn du mit ihnen ein bisschen herumhüpfst und dann stehen bleibst. Was ist das? Punkt. Sagst du, dass mein Freund oder mein... vielleicht... Prinzenfreund, weil wenn wir durch den Wald gehen, dann ist es, als ob ein Elf mit einem Prinz durch den Wald geht und alle Zwerge und Elfen mit uns feiern, halt in Amerika ist. Und das auch eigentlich momentan der einzige Grund ist, warum ich gerne dahin möchte, weil das für mich wie eine neue Welt, einfach wunderschön ist. Es ist, als ob Gott und Göttin zusammen auf Erden etwas erschaffen. Und ich weiß, dass wird sich auch so manifestieren. Nur einfach diese Geduld, dass halt momentan auch einfach physische Trennung da ist. Und im Herzen aber trotzdem verbunden. Und das tut einfach weh oder ich würde es mir gerne anders wünschen. Aber wenn es ja anders sein sollte, dann wäre es ja schon. Denke ich zumindest. Natürlich, dann wäre es. Du wärst derzeit... Würdest du momentan mit ihm gemeinsam physisch leben, wärest du abgelenkt in der Stabilisierung deiner selbst. Es ist doch, oh du wunderbares Herzensfreude zu wissen, da gibt es jemanden. Da gibt es jemanden, den habe ich auf besondere Weise lieb und der hat mich auf besondere Weise lieb. Das tut gut. Und zugleich geschieht Stabilisierung, dass du dir erlaubst, zu sein, was du ohnehin schon bist, das alleine ich bin,
in der Wesenhaftigkeit geboren im Reich der Beberengel und hier jetzt in dieses kleine physische Menschenkleid geschlüpft, um zuzugucken und dann ein wenig mit herumzuhüpfen, um dann wieder stehen zu bleiben und dann zu gucken mit großen Kulleraugen, was denn statisch ist. Das ist es jetzt, denn du könntest diese hohe Schwingung, die du mit ihm gemeinsam leben kannst in der Natur, jetzt noch nicht halten, Liebes. Das wäre nicht möglich. Das wäre für das physische System noch zu anstrengend, zum einen für dich. Das physische System würde sich einfach auflösen in der hohen Schwingung. Na, dann könntest du aber nicht mit diesem physischen Körperkleid den anderen Menschen im Herumhüpfen und Stehenbleiben helfen und vor allem auch nicht auf der goldenen Erde mit diesem physischen Körperkleid, das sich noch gewöhnen muss an die hohe Schwingung, auf der goldenen Erde all das leben, was dir wirklich so viel Freude bereitet. Du hast noch so viele Jahrzehnte vor dir. So viele Jahrzehnte vor dir. Da sitzt du doch diese kurze Zeit auf der linken Arschbacke durch. Ohne sie abzulehnen, sondern auch ihn annehmen können. Es ist anstrengend manchmal, es ist manchmal mühsam, es ist manchmal traurig. All dies ist Transformationsbeitrag. Du hüpfst ein bisschen herum, dann bleibst du ein bisschen stehen. Du weißt, du kannst noch das nicht leben, was angelegt ist und Verwirklichung finden wird. Doch es hat auch jetzt seinen Sinn, ihm sowohl als auch. Dann kannst du das, was jetzt ist, so wie es ist, wirklich in Frieden auch akzeptieren. Denn das hat ja auch seine Faszination. Hinzugehen, ein bisschen mitzuhüpfen und dann stehen zu bleiben und dann zu gucken, wie die anderen sich wundern, dass du doch noch da bist. Punkt. Kleine letzte Frage. Ich habe die letzten Wochen immer ganz, ganz viel Angst gehabt um Tod, also dass ich Krebs habe oder dass jemand anders stirbt. Und ich weiß zwar, es ist irgendwie so ein Wechsel, aber trotzdem ist die Angst vor Tod momentan ganz präsent. Kannst du das? Ja, Udo Wunderbares. Ja, Udo Wunderbares. Dies zeigt dir, dass das Physische, und es geht ja hier, es geht bei dir nicht um den inneren Tod. Denn innerlich weißt du, als das, was du bist, bist du ewig. Es geht nur um den physischen Tod bei dir. Angst vor dem physischen Tod. Und da ist die Botschaft an dich, dass du erkennst, das physische Körperkleid, so unbequem und unpraktisch ist es, derzeit musst du noch was etwas essen, dann geschieht Verdauung, das ist manchmal unangenehm, dann musst du das Ganze schulen. Also ist ja wirklich nicht das Praktischste der Welt, dass das Sinn hat und dass dieses physische Gefährt geehrt und geachtet und wertgeschätzt und geliebt wird, auch wenn es ein wenig unpraktisch noch in der Aufrechterhaltung ist. So hängst du doch an diesem physischen Leben. Na warum? Da du noch so vieles vor dir hast zu erleben. Und dazu brauchst du diesen physischen Körper. Du brauchst diesen physischen, manchmal unpraktischen physischen Körper, um all dies erleben zu können, was noch vor dir liegt. Du kannst ohne diesen physischen Körper nicht hüpfen. Du kannst dich ohne diesen physischen Körper nicht Schritt für Schritt bewegen. Das geht nicht. Im Reich der Engel gibt es physischen Körper in dieser Weise nicht. Es ist ein fließendes, lichtwässriges, tönendes, ineinander wie Wasser mit verschiedenen Farben sich durchmischendes Kontinuum. Und als Mensch hier zu leben, meint konkret auch, sich angreifen zu können, sich berühren zu können und diese Sinnlichkeit,
Diese physische Sinnlichkeit, Menschen nennen es auch Erotik. Diese physische Sinnlichkeit erlebst du auch in der Natur. Denn auch die Natur erlebt physische Sinnlichkeit. Und das ist faszinierend und das ist wunderschön. Und das hast du in der Lebensaufgabe und so auch noch den Wunsch, diese physische sinnliche Erlebbarkeit zu riechen an einem Blümlein, zu sehen einen Regenbogen, mit den nassen Füßen, mit den nackten Füßen zu laufen über eine taufeuchte Wiese. Das ist Sinnlichkeit physischer Natur. Das ist so wunderschön. Das liebst du doch so sehr. Und dazu brauchst du dieses physische Körperkleid. Darum ist es ganz normal, dass du, es ist keine Angst vor Nicht-Existenz, dass du Furcht hast, dass du dieses physische Körperkleid verlierst, bevor du all dies erlebt hast. Und diese Furcht kannst du getrost auf die Seite legen, denn du hast noch so vieles mit deinen Mitmenschen zu teilen. Jetzt jedoch dieses Hüpfen, Mithüpfen und Stehenbleiben. Und auf der goldenen Erde ist die dritte mit der fünften verschmolzen, denn die dritte gehoben auf die fünfte und somit das Menschenreich mit dem Naturreich wieder ein Reich. Und dann kannst du wieder mit Einhörnern spielen und mit Gnomen reden und auch Menschen helfen, dass sie das auch können. Punkt. Dankeschön, liebster Mesatron. Wir danken dir, denn es ist ein Quantensprung wahrlich, dass der Mensch jetzt mutiert von der dritten auf die fünfte Ebene. Von der Welt der Polarität in die Dualität, von der Welt des sich abstoßenden Magnetismus zum anziehenden Magnetismus, dass der Mensch mutiert in die Simultanität der Erlebbarkeit, dass der Mensch eintritt in den Raum der Weisheit, wo er mental, emotional, ganzheitlich, simultan, multidimensional sich erlebt. Das ist ein Quantensprung. Und genauso ist es jedoch auch ein Quantensprung, wenn Schwingungen aus dem Engelreich in Menschenkleid geschlüpft sind. Das ist auch ein Quantensprung. Und gemeinsam ist der Weg. Du bist unermesslich geliebt, da du bist, was du bist. Und da du als Wesen erlauben kannst zu leben, das, was du bist, als Deva-Engel-Wesen, geschlüpft in Menschenkleid zu sein.